Herzlich willkommen zurück in Minecraft. Den Gegenstand, den ich gerade gesucht habe, ist eine Kurbel. Die baut man so. Eine Holzkurbel. Nehmen wir uns einfach mal. Ach, wir haben ja noch Eisen hier drinne. Mach das jetzt mal weg. So. Mal wieder F7 kurz drücken. Ja, hier wäre noch alles gut. Einmal zum Testen tun wir jetzt hier mal einfach ein Eisenerz rein und fangen an zu korbeln. Was natürlich etwas dauert, aber ich meine ohne Sturm. Ne? Was will man da erwarten? Es dauert halt ein wenig. Jetzt korbeln wir halt so lange, bis man nicht mehr korbeln kann. Und wir haben zwei Eisenstaub. Jetzt können wir aus diesem Eisenstaub zwei Eisenbahnen herstellen. So, nehmen wir einfach mal das. Tun hier nochmal den rein. Warum ich das schon wieder hingekriegt habe. Wo ist der hin? Nehmen den und tun den da rein. So. Erstmal jetzt hier noch einen Raum dafür. Aber wir machen diesen Raum hier einfach größer. Machen wir den Raum hier einfach ein bisschen größer. Mal F7 mal wieder aus. Sieht erst ein bisschen schöner aus, das Spiel, wenn die über X'er sind. Hier sein. Oh, das ist unsere Schaufel kaputt. Bau uns einfach mal die Obsidian-Schaufel. Brauchen noch Steine, die haben wir. Ja, ein Griff. Noch für die Schaufel? Mehr nicht. Mehr wird gar nicht benötigt. Gucken, wie lange die jetzt hält, die Obsidian-Schaufel. Und nicht viel länger, wahrscheinlich, weil hier noch Steingriff dran ist. Ob man die trotzdem mit Stein reparieren kann. Im Zweifel ist stark. Ja, schon wieder ein bisschen mehr Platz, einen größeren Raum.
So. So, da hinten noch durchgehen. Nochmal F7 gucken, alles in Ordnung. Nicht, dass da ein Creeper spawnt. Hier auch noch mal umsetzen. Da wird man eine Axt abbauen. Das jetzt mit der Spitzhacke. Dann noch wieder ein bisschen mehr Holz holen. Oh, ich werde von einer Spinne angegriffen. Wir haben hier anscheinend keinen Platz zu wachsen. Neuen Baum pflanzen. So. Viel zu viele Sachen im Inventar. Gold raus, Steine rein. Ja, mit der Zeit sammeln sich natürlich auch sehr viele Dinge an. So. Könnte ich euch hier noch einmal zeigen, was man auch für einen Tisch bauen kann, wenn man nicht gerade einen Zauberstab hat. Man nimmt einfach den, verkraftet den nochmal. Legt man ein Tinkers Construct Crafting Table, wo auch nichts rausfällt. Den werden wir jetzt einfach mal hier hinstellen. Wir haben nämlich auch gleich noch einen. Und von dem aus kann man auch gleich in die Truhe zugreifen, was auch richtig praktisch ist. Natürlich schön, wenn man hier von auch gleich in die Truhe
Truhe zugreifen könnte, was da nicht geht. Dass du stirbst, hören sie dir richtig zu. Statt so. Warten, dass sie dran sind mit Reden. Feuersteine müssen ja auch nicht rein. Heile, Glas. So, dann noch mal zum Abschluss. Ein bisschen in die Tiefe buddeln. Wir werden uns auch noch gerne mal angucken, was wir da so finden. Aber wir müssen eh in die Tiefe buddeln. Aha. Ne, warum habe ich den jetzt weggemacht? So muss das doch sein. Wieder einen hin, da wieder einen hin. Langsam in die Tiefe. Wir werden auch neue Fackeln benötigen. Kann ich hier gleich noch machen. Und hier ist auch irgendein Loch. So, hier noch ein bisschen tiefer. Was springt uns da jetzt schon wieder an? Ja, auch. Bisschen tiefer, keine Ahnung, wo wir hier sind, aber können wir auch wieder hoch. Gehen wir mal hier rein. Also hier ist. Oh, Endermans. Ist hier auch, das ist sehr schön. Enderman kriegen wir nicht tot ohne Rüstung, glaube ich nicht dran. Der schlägt uns tot, aber es wäre schön, wenn er hier reingehen würde und sterben würde. Leider nicht. Wenn man konnte sie wegteleportieren, brennend. Ja, dann werden wir uns auch nochmal hier umgucken. Erstmal werden wir uns an die nützlichen Dinge hier wie Eisen holen. Also Eisen haben wir jetzt wirklich erstmal genügend. Kann man auch eigentlich ruhig verschwenderischer sein mit dem Eisen. Silber, auch schön. Seht schon, es ist auch schon wieder soweit zu sagen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal.